Hallihallo Freunde, willkommen zurück bei Goronen. Nein, bei Zelda Majora's Mask. Ich bin's wieder, euer Gameboy. Und wir machen weiter. Letztes Mal haben wir den Kleinen davon befreit, dass er so Angst um seinen Vater hat. Mit einem Schlaflied. Oh. Hasen irgendwie erzählt. Wann habe ich die dem ausgezogen? Naja. So, und ich weiß auch schon genau, was wir jetzt machen müssen. Ich verwandle mich mal lieber schnell wieder in Goron. So, jetzt dürfte das Kind wieder wach sein und warte. Ach so, genau. Ich mach's so. Weil ich jetzt den genauen Weg nicht weiß. Kibernia. Jupp, da will ich hin. Alter, die kommen die Flügel aus dem Arsch. Wo? Glaube ich, hier wird ordentlich geblasen. Deswegen nehme ich mal schnell dich zur Hand. Ich von dem da. Jetzt muss ich mal gerade noch was nachgucken. Hä? Warum was? Ach, es wird sogar so unser Angeli geben. Ne, ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt. Naja, so lang auch nicht. Letztens noch 4 Folgen aufgenommen und seitdem eine Pause gemacht. Aber morgen geht's für mich schon wieder in Urlaub, eine Woche segeln mit meinem Vater, meinem Bruder und dann noch einem Kumpel und dessen Vater sind auch mit dabei, also zu fünft auf einem Boot. Wird ganz lustig. Deswegen muss ich jetzt wieder vorputzen. Oh, und ich muss mir das Lied merken. Okay. Nee. Hä? Ist das jetzt falsch im Kopf? Ich hab's doch gerade noch nachgeguckt. Ach so. Okay, doch, jetzt falsch. Und er macht Schlumm. Boah, das ist ja fett. Hätte gedacht, der fliegt in der Luft, so auf halbem Weg, aber nein! Der Herr sitzt da! Gute Nacht, mein Kleiner. Schlaf schön. Alter! Ich hab ihn umgebracht! Nein! Na gut, jetzt ist mir auch egal. Kannst dich verbissen. Wow. Nein. Nein. So ein Scheiß. Ui, ein Vieh. Haben wir doch, glaube ich, sogar schon eine dabei, ne? Ja. Man kann ja immer noch eine gebrauchen. Und yay, du hast eine Fee gefangen. Ich tue die Fee lieber mal wieder weg. Und rüste dafür die Ocarina wieder aus. Was? Gut.
Kann ich ja hochlaufen? Ich hoffe es mal. Ich habe keinen Bock, da hoch zu rollen. Ey, was ist denn da? Das ist ja eine Höhle. Das ist womöglich die Feenquelle, oder? Gehen wir mal rein. Und es ist tatsächlich die Feenquelle. Ich weiß nicht wieso, aber ich drücke die ganze Zeit auf meinen, sozusagen, wenn das jetzt ein PlayStation-Controller wäre, würde ich auf den Viereck-Knopf drücken. Warum auch immer. Ich weiß es nicht ganz. Kann ich hier hochlaufen? Boah, was für ein Rückstoß. Aber offensichtlich kann ich hochlaufen. Das ist gut. Ich wäre kein Freund davon, hier hoch zu rollen. Denn im Rollen ist man sowas von nicht wendig. Boah, gut, dass ich runtergefallen bin. Wäre ich echt sauer gewesen. Kann ich hier langlaufen? Ja, kann ich. Und unten sind wieder zwei Wölfe gespawnt. Und wir sind drin. Im Pikibernia-Tempel. Das ist sehr groß. Es bedarf mehr als nur normaler Kraft, um dieses Ding zu bewegen. Kann ich das auch ziehen? Ja. Zieh ich das Ding mal raus. Auch weiter geht nicht, schade. Ach gut. Warte mal. Ich brauche hier doch wohl kein heißes Wasser, oder? Ey, oh ja. Wow. Ah, da geht's rein, okay. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem heißen Wasser so weit komme in der Zeit. Das dürfte ein wenig knapp werden. Und wir haben ordentlich... Ach, ihr Viecher wieder. Was gibt's da ja? Auf rutschigen Stellen wie dieser empfiehlt es sich, den Pfad in Gorunform entlang zu rollen. Ah ja, ich sehe schon, das ist eine Schanze. Ah, unten ist eine Treppe. Fee. Ich verwandle mich mal wieder zurück. Ich rüste schon mal meinen Bogen aus. Treffe ich das von hier? Hey. Und meine Feenmaske. Gut, eine verirrte Fee. Hier ist aber noch eine im Raum. Laut Maske. Ah da, ich sehe sie. Hups. Komm her. Komm her, du. Ah gut, ich hab's schon getroffen. Und das war die letzte in diesem Raum. Schön. So, dann will ich mal wieder meine Coronenmaske.
Okay, da brauche ich für später irgendwie Feuerpfeil oder sowas. So, wollen wir mal weiter. Oha. Oh je. Oh je. Oh je, oh je. Das wird ja spaßig. Ach, das ist der Bossraum. Das wird ja echt spaßig werden. Super. Ach, warte, das da müsste ich eigentlich wegbekommen. Da ist ja Feuer. Ah, gut. Warte einen Moment. Mistköter. Warte, ist das der Eingangsraum? Oh, tatsächlich. Ist ja ist lustig. Das ist nett. Nett. Eine kleine Abkürzung erstellt. Obwohl es eigentlich nur ein Raum war. Was haben wir denn? Ja. Oh, es wird Nacht. Nacht des zweiten Tages, es verbleiben 36 Stunden. Und uns verbleiben noch 5 Minuten, oh nein! Okay. Ich möchte mal gerade was ausprobieren. Ob das geht? Ah, wie geil! Ich kürze mir gerade den Tempel ab. Wie geil ist das? Oh, eine Fee. Komm her. Cool. Fee. Und was haben wir dann da? Den auf. Okay. Der Kompass! Ja, nice. Boah, die viel größere Coronenmaske. Der checkt's nicht, der hat keine Chance gegen mich. Bombe hinlegen? Ja, tatsächlich. Schön. Steht noch eine Kiste. Hm. Die komme ich momentan nicht dran. Na gut, gehen wir weiter.
Achso, ich dachte, wir wären jetzt wieder in dem Hauptraum. Ach da, okay. Ich habe es gesehen. Oh, gleich sind sie alle frei. Befreit von ihrem Leben. Komm ich hier auch hoch? Nee, aber vielleicht als Sora. Die Sora sind ja recht cool eigentlich. Der ist groß, der kann greifen im Gegensatz zum Goro und er kann sich auch hochziehen. Ich glaube, ich habe mir gerade viel Arbeit erspart. Was kratzt den nur? Was haben wir denn da? Ein Schlüssel vermutlich. Ein kleiner Schlüssel. Na, oh, der lässt sich ja nur fallen. Ist ja lame. Ich mag diesen Link irgendwie. Das sieht komisch aus. Oh, was haben wir denn hier? Ach, guck mal einer an. Das habe ich mir gedacht. Ich finde Linksspringen wohl extrem cool, muss ich sagen. Komm hoch da! Falscher Ausgang. Ich benutze jetzt den. Wir haben ja gerade einen Schlüssel gefunden. Also vermute ich, dass er für den Ausgang ist. Alter, wo sind wir jetzt? Glaubst du etwa, du könntest es so groß bewegen, indem du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, das regelrecht in den Boden zu stampfen. Ist das Stichwort? Bam. Ja, das sieht gut aus. Was hat man denn hier? Ach, euch Viecher. Boah, das war knapp. Jetzt hab ich beinahe gekriegt, Vieh. Das geht ja auch mit dem Sora, ist cool. Okay.
gerade das Auge der Wahrheit ausrüsten. Denn hier scheint sehr, viel versteckt zu sein. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Das dachte ich mir. Ach, hier bin ich. Okay. So, Freunde, ich muss sagen, den Part hier zu beenden. Was ist? Ich glaube, ich habe gerade irgendwas Falsches gesagt. Also, ich muss den Part hier beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.